Hi Leute, so ein neuer Vlog ist am Start und heute wird es so ablaufen, ihr werdet einen ganz normalen Tag mit uns von uns sehen, das heißt wir werden dann an der Werkstatt sein mit den Leuten, ich glaube ein, zwei, drei Dinge sind zu tun, nur anzugucken, ich weiß nicht mehr genau, dann die Mustang-Freunde kommen vorbei, die holen noch ein paar Sachen, klatschen vielleicht den einen oder anderen Sticker drauf, ich weiß nicht genau, aber wir werden jetzt erstmal zu Toni fahren, mit Toni zusammen zum Termin fahren, zwecks Videodreh, dort werden wir ein, zwei Porns abdrehen, aber die Location müssen wir uns erstmal angucken, alles durchquatschen mit den Verantwortlichen. Wir können dich da leider nicht mitnehmen, direkt vor Ort, das war jetzt nicht so erwünscht. Aber ich werde jetzt probieren, den Weg zu Toni zu filmen, dann auf jeden Fall mit Toni zusammen den Weg zum Termin. Und wenn das klappt, sehen wir uns gleich bei Toni. Und wenn es nicht klappt, sehen wir uns auf jeden Fall gleich in der Werkstatt. Bis gleich! No! Alles umsonst. Gibt es die Dinger eigentlich mit Weitwinkel? Ja. Na, gibt es da Weitwinkel. Das sieht bestimmt für uns krass aus im Auto, wenn du mit Weitwinkel filmst. Dann ist das auch wie so wie die Hunde hier, wo die immer die großen Nasen haben, die immer so nah dran sind. So, nee, das stimmt, ja. Ja, also wir haben auch bis eben noch mal gefilmt, hat nicht viel gebracht, weil ich habe gesehen, ich habe eine Brennweite verkackt. Jetzt habe ich natürlich eine schöne Brennweite, das heißt, wir sehen jetzt viel Toni und nicht nur die Nase von Toni. Aber wir sind trotzdem auf dem Weg zu unserem Termin. Toni hat verschlafen, ist nicht schlimm, ist jetzt schon ein bisschen fitter. Scheiß Dreck. Egal, wir werden jetzt gleich einparken, mal alles durchquatschen und dann sehen wir uns schon in der Werkstatt wieder. Bis 10. Wir sind jetzt in der Halle. Guck mal, was die Jungs machen. Die holen jetzt noch Krotzi sein UTV. Gucken, was das wird, wie das wird. Hier vorne? Warte, ich mach mal gerade. Tja, das Auto braucht noch viel Liebe. Sehr viel Liebe. Ich bin vorbei. Das ist erst bei Hinstellung, ist eine Bestandsaufnahme davon. Von dem Teil. Wir könnten ja eigentlich die Kamera hinstellen, um mal so lange zu gucken, bis die fertig sind, oder? Das machen wir so. Dann bis gleich. Ja, die Kamera kommt rüber. Ach, die sind schon mal da. So, das ging schneller als gedacht. Ich dachte, die Jungs brauchen jetzt ewig zum rausholen, aber Quark. Im Leben nicht. Was ist das für ein dicker Turbo? Ja. So, das ist Krotzi sein Auto. Was kann man machen mit dem Shit? Dori, komm mal her. Auf jeden Fall hier hinten noch alles so reingeschweißt werden. Den Jungs mal vorbereiten. Dann. Ja. Vorne den Kodis dran, dann geht er zum Lacken. Dann wurde ja eigentlich verkauft, das soll ja nicht bleiben. Nee, doch, der soll nach einem Jahr fahren, siehst du. Ein Jahr soll er noch fahren. Eigentlich. Ja. Das Ding erstmal positionieren, dann können wir mal ranrutschen und mal gucken, was der Faser ist. Also jetzt seht ihr ja die wunderschöne Arbeit, die René und Krotzi noch vor sich haben. So, mal dranhalten, René. Dein Glück. Euer Glück. Willst du mir mit deinem Gesicht zeigen, ob es das von alleine macht oder nicht? Okay, nicht so. Nee, das muss auf jeden Fall wieder rein. Dann die Kotis dran oder musst du vorne noch ausschweißen? Nee, nur Kotis. Die Kotis dann dran? Genau. Und dann, ja. Lacken. Lacken. Man kann einfach lacken. Und dann kann das Ding wieder kochen, war's da. So, vielleicht. Naja, mal sehen, mal sehen. Wir werden es sehen. Egal. So, wir rutschen mal weiter. So, hier sind wir gerade beim Tycho. Die Jungs prüfen gerade alles durch. Und haben leider viele, viele Mängel gefunden. Unter anderem, ihr seht es selber. Die Scheinwerfer, da brauchst du nichts zu sagen. Aber so ein Zimmerring ist durch, die Karre suppt. Dann hast du vorne natürlich bei den Querlenkern sind auch die Gummis im Arsch. Hinten haben wir dann auch, ich weiß nicht, ob man sieht, wir können es ja mal probieren zu sehen. Oh, komplett, das wird ohne Licht nicht sichtbar sein.
Doch hier. Der Gummi ist auch komplett lost. Das Ding ist fertig, da drüben auch. Was hast du noch gefunden? Ich weiß es gar nicht mehr, wenn ich habe jetzt die Gummis erzählt, vorne das Summering dann noch im Arsch ist. Hier so eine schöne provisorische Abdeckung. Das Blech ist auch komplett fertig, das Ding auch. An dem Auto ist eigentlich echt jetzt, wenn du mal so willst, viel zu tun, oder? Also wie der TÜV irgendwie das durchgehoben hat, wissen wir nicht. Nein. mal gucken, wir werden es, denke ich mal, dann wieder gerade biegen. Gerade vorne wird viel Arbeit, Vorderachse und so ein Quark ist natürlich jetzt echt viel. Gerade die typischen Gummilager bzw. Gummibuchsen sind Schrott. Na, mal sehen, was da mit der netten Dame quatschen, inwiefern sie dazu Lust hat oder nicht. Oh ja. Naja, wird schon, alles wird gut, oder? Ja, wir rutschen mal weiter. Dann sage ich immer so. Wie fange ich anders an? Ich sage immer so, das ist voll kacke. So. Schnauzer, das sage ich. Das sagst du heute mal so? So, so. Nicht. Was? Heute mal so nicht. Jedes Mal, das ist echt so. Hi, nochmal hier. Was? Wie sagst du das? Hi, nochmal hier. Hi, nochmal hier. Hallo. Nächstes ist auf jeden Fall. So. Also muss da mal gucken, ob die Bengals das gut machen. Können wir mal nachkontrollieren. Oder nicht? Er macht das vernünftig, was muss ich das schneiden? Doch. Willst du gucken? Ja, ich? Ja, hier. Guck mal von vorne. Du musst da schon mal ein bisschen weggehen. Gucken, ob ich das richtig mache. Du musst da ja, auch hin. Oder? Na, mal sehen, ob wir uns das geschissen kriegen. Alles über Piepsen, jetzt kann ich endlich den Delfin reinbauen. Geil. Piep. Schimpfwörter. Ihr müsst Schimpfwörter sagen, dann kann ich Delfin rein. Aber das wird. Scheiße, das ist doch nicht die gleiche Farbe. Muss. Naja. Hier ist halt scheiße. Oder hast du bei Mann? Nee, ich sag doch, da kann ich doch. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Kriegst du das hin, Mädels? Der Zaufen. Ich hab hier was entdeckt, das muss noch raus. Ah, das muss das raus. Schneiden. Raus. Na? So. Kann die auch. Guckt euch um hier. Eine Ewigkeit später. Lass das alles mal angucken, direkt hier. Ganze Arbeit. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das mit dem ganzen. Ist das Sticker gerade, ist er nicht gerade und so, oder? Wie oft diskutieren wir? Ja, so ist schon fast fertig. So was? Willst du so lassen? Guck mal, aber so, ob das. Relativ. Jetzt muss man halt das halt immer so hier. Na, hier, ne? Relativ. So sagen, ich müsste noch ein Pro so, oder? Naja. Was ist denn hier mit seinem 5 Bier? Was sagt das Kämpfer? Okay, 6 und gerade. Ich würde jetzt auch so. Nicht. Muss ich ganz mit vorne. Ich würde sagen, wir spielen mal ganz schnell in den Unicorn rein. Vom Mustang, würde ich sagen. Und dann geht's weiter. Ich wünsche euch ein wunderschönes, geiles Wochenende. Wir haben es am Ende gefilmt. Ja, und dann ciao.